Hoffentlich war das das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Nicht schlechter Kampf. Aber ich glaube nicht, dass wir dieses Ding, ich glaube schon, dass wir dieses Ding nochmal sehen werden. Bloß in einer stärkeren Form. Oh Mann. Das Spiel hat's gerade echt in sich. Huch, was zum... Achso. Kann ich da was entnehmen? Nein, natürlich nicht. So. Oh. Hoppla. Da hat's doch was. Ein paar Credits. Oder wie viele Credits waren das? Ah ja, okay. Ich dachte gerade... So. Da geht's jetzt wirklich rein. Aufgabe erfüllt. Kapitel 5. Tödliche Hingabe abgeschlossen. Und ob ich speichern will. Gefahr für die Umwelt? Habe ich das gerade richtig gelesen? So, erstmal hier das mitnehmen. Logbuch der Hydrostation, Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Ach, hey. Warum sieht es so düselig aus? Ich geh's mal hier lang. Alter, das große Massensterben. Und das auf dem WC. Alter! Alter! Geh runter von mir. Alter. Ich glaube, spätestens ab da sollte man normalerweise Angst vor Toiletten haben. War ja zum Glück nur die Herrentoilette. Bei der Damentoilette sieht es zum Glück anders aus. Ein Aufzug. Gehen wir mal auf alle Fälle hinein. Boah. Ey, was für eine Action, ne? Was sagt das Rick? Ich habe wieder etwas Munition, aber auch nicht so viel. Energie, Laserkanone. Könnten wir verkaufen eventuell. 3 Knoten. Das reicht locker, um wieder meine Lebensenergie aufzufüllen. Beziehungsweise auf den Maximalstand zu bringen. Oder aber ich upgrade eine Waffe. Bewässerungsphase eingeleitet. Musste das sein? Hammond? Schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube,
Sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager. Aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Tja, Hammond, was machen wir jetzt mit dir? Erstmal den linken Fuß brechen. Dann. Na. Ein paar Credits. Etwas Großes ist im Lebensmittel. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Ah, cool, hier kann ich speichern. Gefahr für die Umwelt. Kapitel 6. Tatsächlich ja erstmal speichern, das ist wichtig. Was zum? Ach so. Geradeaus vor uns ist das. Wir können erstmal West oder Ost gehen. Ich gehe erstmal Ost. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammond noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ein Textlog. Bericht aus dem Chemielabor von Professor Jägerwald H. an Dr. Cross E. Elizabeth, sicherlich wissen Sie bereits von den organischen Wucherungen, die in einigen Teilen des Schiffes aufgetreten sind. Ich habe die Substanz untersucht und dachte, die Ergebnisse könnten Sie interessieren. Die Zellen ähneln am ehesten denen von Bakterien mit viralem Verhalten. Wie bei Bakterien infiziert der Organismus andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und reproduziert sich durch Agamogonie. Ach du Scheiße, was soll das jetzt schon wieder sein? Erstaunlich hierbei ist die Geschwindigkeit, mit der die Substanz wächst. Ein einzelnes Bakterium reproduziert sich in nur einer Minute bis zu 20 Mal. Etwas Vergleichbares ist mir noch nicht untergekommen. Ich würde meinen Ruf nicht darauf verwetten, aber ich möchte meinen, dass wir es hier mit einer echten außerirdischen Lebensform zu tun haben. Professor Hawley glaubt, es könnte ein Habitat-Transformer sein. Die Mengen an Gasausdünstungen sind enorm, warum es auch so übel riecht, aber welchem Zweck es dienen könnte, wissen wir einfach nicht. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Heinrich. Interessant. Nein! Aua! Au! So, Nabelschnur ab. Kinos. Cool, hier hat es eine Werkbank drin. Dann wollen wir mal. Rick, ich könnte die Trefferpunkte aufholen, oder? Komm. Was muss, das muss. Können wir also etwas mehr Starship verwenden? Und das sollte ich auch mal häufiger tun. Ach, Kacke, hey. So, hier haben wir einen Aufzug. Hier in der Mitte können wir noch. Alter! Drecksviech. Aber wir haben wieder etwas Munition noch hinzubekommen.
Das Vieh zappelt immer noch. Wenigstens ist es nicht dieser regenerierte. Oder die regenerierte Art. Ach du Scheiße, was soll denn der Scheiß? Natürlich. Oh, ich beiß mir gerade so dermaßen in den Arsch. Ich brauche einen Energieknoten. Und hier oben gefällt es mir überhaupt nicht. Aber verrate das... Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Meint ihr jetzt mich? Vegetativ. Irgendwie eine Pflanze. Hallo? 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 Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Kuckuck. Nicht du! Nachladen. Ganz ruhig. Jetzt! Ah! So. Nachladen. Ganz ruhig. Toro, Toro! Brav ausgewichen und... Gucken, wo gibt's noch was? Da. Muni. Jetzt. Toro. Ah, gut, dass ich das aufgerüstet habe. Viel wird's aber nicht bringen. Wenn das Scheißvieh... Wow! Jetzt nicht sofort down geht. Geh doch. Und einen Energieknoten bekommen. Das ist ja gut. Lass mal. Oh. Toll, hier muss ich auf einmal auf Luft zugreifen. Alter! Interessant. Ich habe eine Nebenaufgabe erfüllt. Und wird mit Munition belohnt, die ich auch gebrauchen kann. Was für eine Nebenmission eigentlich? Giftkapseln zerstören. Hammond meint, die Necromorphs haben einen Teil der Crew in sowas wie Giftkapseln verwandelt, die jetzt in der Luft kontaminieren. Ich muss sie finden und zerstören. Ah, ja. Sehr schön. So. Huch, was zum... Hier ist noch was. Munition. Alter! Geh runter von mir! Drecksviecher, hey! Meine Herren, hey!